Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbuild. Daraus haben wir eine Challenge gemacht, nämlich die Jeder Raum ist ein anderes Budget Challenge. Das habe ich vor einigen Jahren schon mal gemacht. Aber ich dachte, es wäre mal lustig, das nochmal zu tun. Und ich denke, wir starten einfach mal direkt rein. Also, wie ihr direkt sehen werdet, habe ich schon eine Shell hier vorbereitet und so. Und ich musste es sehr deutlich verschnellern, weil ich habe einfach wirklich fast 3 Stunden dran gesessen an dem Ganzen. Und ja, das war ein bisschen wild, aber ja, man sieht immer so ungefähr zumindest, wie viel Geld ich da habe. Ich habe es ja auch immer eingeblendet. Ich hätte es natürlich auch verkürzen können, also so, dass man das dann vernünftig sieht, aber so schlau bin ich nicht. Und jetzt zurückzugehen, ja, ist auch ein bisschen wild, oder? Aber wie ihr wisst, habe ich gerne diese Speedbuild-Sachen, wo ich dann auch darüber rede, was so in meinem Leben gerade abgeht. Und ja, ich würde jetzt mal mit dem Elefanten im Raum anfangen, denn wir haben jetzt ja in den letzten Wochen öfter gesehen, dass meine Kamera öfter ausgegangen ist in Videos, was halt irgendwie ein bisschen unvorteilhaft ist, sage ich mal. Und zwar schon irgendwie, also ich meine, wenn das jetzt nach einer Stunde oder so ist, ist es ja okay, ne? Wenn dann halt die Abmod mal nicht mit einer Kamera ist, das sind Dinge, so damit kommt man klar. Aber es ist jetzt vermehrt passiert, dass es irgendwie schon nach so einer Viertelstunde oder so ausgegangen ist. Und das sind halt wirklich Sachen, das ist halt ein bisschen schwierig so. Deswegen, ja, möchte ich da gerne einmal drüber reden, denn dieser Akku ist mittlerweile tatsächlich 7 Jahre alt oder so. 6, 7 Jahre. Und ja, da kann man halt sagen, dass der langsam mal den Bach runtergeht. Ich habe ja einen Zweitakku vor kurzem bekommen. Also mein Freund hat mir einen geschenkt, damit ich den nicht mehr so überstrapazieren muss, den eigentlichen, also den ursprünglichen quasi. Und ja, der funktioniert auch einwandfrei. Also, da kann ich mich null beschweren. Also, ne, da schaffe ich auch locker eine 2 Stunden Aufnahme oder so. Was jetzt ja auch öfter vorgekommen ist, weil dadurch, dass ich mehr Zeit habe und mehr Motivation auf Videos zu machen, nehme ich auch teilweise länger auf und so. Aber seht ihr, jetzt habe ich schon wieder dieses Zeichen. Hier vorne, da. Dass es halt fast leer ist so. Wo ich mir denke, so, der hat halt 2 Tage geladen, so, literally. So, das kann halt nicht sein, ne? Ich tausche die halt auch nur aus, wenn ich dann den brauche. Deswegen, also es macht halt keinen Sinn, wie gesagt. Also es liegt halt an dem Akku. Er wurde halt auch ein bisschen überstrapaziert. Dinge passieren, I guess. Aber ja, deswegen, ich hoffe, dass ich mir halt irgendwie demnächst mal einen neuen Akku zulegen kann, damit ich wieder 2 habe, weil ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich benutze halt diesen einen Akku, aber wenn ich den dann auch wieder überstrapaziere, dann passiert mit dem ja genau dasselbe. Deswegen, ja, hoffe ich, dass ich irgendwie bis Ende des Jahres noch an einen neuen Akku komme, weil das ist ja kein Zustand, dass ich halt in Videos so, gerade die halt dann auch so neue Leute anlocken, dass da halt das dann mit der Kamera so kacke ist. Also, weil es nervt mich halt einfach selber, ne? Weil ich finde, es macht halt schon viel aus, ob die Kamera da ist oder nicht. Weil es einfach nochmal so viel persönlicher ist, sage ich mal. Also, ich finde es halt cooler. Ich schaue auch selber in der Regel lieber Videos, wo man die Person dann auch noch sieht. Deswegen, ja, hoffe ich halt, dass das irgendwie wieder besser wird, sage ich mal. Also, dass man da halt dann irgendwie eine Lösung finden kann. Genau. Also, das dazu. Dann auch eine Sache. Ich habe jetzt mein Studium begonnen, was auch irgendwie ein bisschen anders gelaufen ist als gedacht. Weil eigentlich wollte ich ja ein Vollzeitstudium machen. Aber jetzt bin ich in einem Fernstudium gelandet, weil mein Studiengang nicht stattfinden kann, weil sich nicht genug Leute angemeldet haben. Leider. Was auch ein bisschen sad ist. Aber ich komme klar. Ich hatte jetzt meine ersten Sitzung, also wir hatten noch keine Vorlesung direkt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, vielleicht schon, weil in dieser Woche habe ich 3 Sitzungen auf jeden Fall. Ich glaube, da ist dann auch eine Vorlesung bei.
Es wird auf jeden Fall jetzt mehr. Die ersten Wochen war halt nichts, ne? Also ich habe irgendwie 2 Sitzungen oder so gehabt. Innerhalb von den ersten 12 Tagen jetzt. Und das ist halt, also weiß ich jetzt nicht, ist halt wirklich nichts, ne? Aber es ist okay. Also es wird wahrscheinlich noch anstrengend genug werden. Ich werde euch da auf jeden Fall auch Updates geben, weil ich weiß, dass es euch auch interessiert teilweise. Also zumindest, wenn ich dann auf Instagram oder so dazu schreibe, dann kommt da auch Input zurück und so. Finde ich halt sehr, sehr cool, dass wir hier so connecten über sowas. ja, also ich studiere übrigens Soziale Arbeit und Management, falls es jemand wissen möchte. Aber das Coole ist, dass die Vorlesungen jetzt nur abends sind. Das heißt, ich kann tagsüber mich trotzdem um die Videos kümmern, weil ich habe gerade so einen Flow drin, dass ich mich jeden Tag so ein bisschen um Videos kümmere. Den einen Tag nehme ich dann zum Beispiel auf, den nächsten schneide ich. Und dann irgendwie Thumbnails sind dann immer so dazwischen und hochgeladen. Also das sind ja Sachen, die sind nicht so anstrengend, sage ich mal. Und dann nehme ich wieder auf und dann den nächsten Tag schneide ich wieder und so weiter. Am Wochenende lasse ich mir dann aber die Zeit komplett für mich. So, als wenn das halt quasi eine Arbeit wäre, auch wenn ich natürlich nicht bezahlt werde. Aber so, you know, also ich teile mir das ganz gut auf und das klappt ja auch supi. Ich habe trotzdem sehr, sehr viel Spaß an dem Ganzen. Deswegen, this will work out for now. Vor allem habe ich jetzt auch so ein bisschen Vorrat, was sehr, sehr cool ist. Weil ich hatte das jetzt ja eher lange Zeit, dass ich immer so auf den letzten Drücker so Videos gemacht habe und so. Und das ist halt sehr anstrengend gewesen. Und jetzt gerade ist es halt sehr, sehr angenehm, dass ich halt so einen Flow gefunden habe, sage ich mal. Und dort dann auch, jetzt hier reingefunden habe, dass hier regelmäßig Videos kommen, 2-mal die Woche. Und ja, ich würde am liebsten ja auch gerne mehr Shorts machen, aber mein Schnittprogramm ist immer ein bisschen wild, weil der das immer nicht rendern will. Dann ist das immer schlechtere Qualität und dann denke ich immer so, das kann ich das doch nicht posten. Und dann, weil ich weiß, dass Shorts eigentlich sehr sinnvoll sind für mich als Kanal so. Weil, you know, es gibt halt gut Reichweite, die pushen dich halt schon hart, ne, auf YouTube, also es ist schon sinnvoll, aber ja, A, musst du halt dann Ideen haben und B, habe ich halt, wie gesagt, diesen Struggle mit meinem Schnittprogramm, das ist alles immer ein bisschen wild, aber ja, irgendwann, vielleicht kriege ich irgendwie nochmal irgendwie die Möglichkeit, dass es irgendwie besser wird, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mir auch jemand freiwillig helfen, wenn jemand Lust hat. Einfach so, was ich halt auch cool finde, sind zum Beispiel so kleine Clips oder so aus den Let's Plays. Einfach nur, keine Ahnung, also ich mag generell so Best-of-Sachen immer gerne oder so lustige Momente, bla bla bla. I like it a lot. Deswegen, I don't know, wenn sich jemand irgendwie bereit erklärt, es gibt ja auch diese Clip-Funktion auf YouTube, wenn ihr die benutzen wollt. Also, let's fucking go. Ich freue mich darüber auf jeden Fall. Aber kann auch verstehen, wenn das jetzt nicht so das Ding für euch ist, ne? Außerdem habe ich meine Haare geschnitten, was sehr nice ist. Also, ich weiß nicht, man sieht das wahrscheinlich nicht so krass, aber ich habe meinen Hinterkopf rasiert. weil meine Haare immer knoten. Das ist sehr wild. Ja. Wir sind ja tatsächlich auch schon fast fertig mit dem Bild. Sehr, sehr krass. Ich habe hier einfach 9 Minuten durchgeredet. SOS. aber wenn es Dinge zu erzählen gibt, dann ist das halt so. Aber ich finde das auch besser, als wenn man dann so 10 Jahre dann nichts sagt und Leute sind so, okay. Aber ich weiß, ich könnte das auch zusammenschneiden, aber es ist halt nicht so meine Welt bei einem Speedbild, weil das soll ja so ein bisschen klassischer sein, sage ich mal. Ich habe übrigens ein neues Profilbild. Hä? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, noch nicht. Ich muss das noch erstellen. Aber es gibt bald eins. Also für euch habt ihr das dann wahrscheinlich schon, weil ich habe mein SimSelf geupdatet. Woo! Yay. Und hier seht ihr jetzt nochmal einen Überblick. Man sieht auf jeden Fall, in welchen Räumen ich mehr Geld hatte und in welchen weniger. Es ist ein bisschen wild, aber Man kann es halt auch nicht anders machen, ne? Das ist halt der Sinn von diesen Challenges. Ich habe teilweise ja viel zu viel Geld gehabt, in anderen viel zu wenig. Es war nie so, dass es so perfekt quasi ist. Also, das ist mal wieder ganz wild geworden. Aber ja, ich denke, dass es grundsätzlich sehr, sehr cool geworden ist.
Also, mir gefällt es auf jeden Fall gut. Also, ich finde es sehr, sehr gemütlich grundsätzlich. Und wenn man in den etwas leeren Räumen noch ein bisschen was hinzufügen würde, dann hätte man auf jeden Fall ein sehr, sehr schniekes Haus, würde ich sagen. Das Ganze ist auch in der Galerie. Wie immer unter Mooly Girlie. Das blende ich euch dann auch gleich nochmal ein, damit ihr das dann auch hier auf jeden Fall findet. Because I really like this. Und ich glaube, das heißt einfach Budget Challenge House oder so. Ja, genau. Und yeah, I love it. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Das Einzige, wo ich zum Beispiel noch was machen wollen würde, wäre halt zum Beispiel in diesem Gym Room. Der ist halt sehr leer. Oder das eine Kinderzimmer, beziehungsweise das Teenagerzimmer, würde ich das behaupten. Mit den, ja, mit dem Boxsack drin. Ist halt auch sehr, sehr leer, würde ich sagen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden eigentlich mit dem, was da halt so bei rumgekommen ist. Also wir hatten auf jeden Fall Glück, würde ich mal sagen. Letztes Mal war es ein bisschen wilder, aber ja, wie ich gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was jetzt hier dabei rumgekommen ist. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat gefallen, worüber ich gequatscht habe. Euch hat das Bild gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare dazu habt, schreibt sie mir auf jeden Fall gerne. Denn wie ihr vielleicht wisst, jede Interaktion mit meinem Video hilft mir natürlich auch, mit dem Kanal zu wachsen. Und ich liebe halt einfach Input. Und das ist sehr, sehr schön. Deswegen ja, schreibt gerne was, wenn ihr wollt. Ansonsten, wie gesagt, ich sage das nicht so oft, aber Bewertungen sind natürlich auch immer gerne gesehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann mal in einem anderen Video wieder. Bis dahin und tschüss!